Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. Ich wollte ja eigentlich schon Schluss machen, aber ich dachte mir, das machen wir jetzt nochmal. Diese eine Mission. Dass wir noch ein bisschen was gesehen haben vom Spiel. So. Sollte nicht mehr weit sein. Was haben wir denn da? 190 Meter, okay. Wie weit sind denn die Rothunde? Die sind noch da. Okay. Aber ich mach jetzt die Mission erstmal. Beziehungsweise hier sind überall Blutspuren. Oh, hi! Bist du ein Rothund? Was bist du? Oh Gott. Oh! Holy! Moment, Moment! Oh, ich hab ihn. Okay. Nee, seltenen schwarzen Rothund. Oh. Oh, der war aber eigentlich so süß, ne? Oh. Oh. Kommen sogar noch ein Hirsch, den er erlegt hat. Okay. Aber es wäre echt irgendwann günstig, eine bessere Tasche zu haben. Nehmen wir mal das Rotblatt mit. Entzünde das Leuchtfeuer, um es für die Venger zu erobern. Ja. Das werde ich tun. Nach da oben. Oh, da warten doch sicher Udam auf mich, oder? Irgendetwas anderes. Leuchtfeuer. Leuchtfeuer sind große Feuerstellen, die dein Gebiet markieren, sobald du es erobert hast. Schalte die Gegner in der Nähe aus und entfache die Leuchtfeuer, um sie für deinen Stamm zu erobern. Eroberte Leuchtfeuer schalten Schnellreiseziele frei und bieten dir sichere Ruhestätten und Zugriff auf dein Belohnungslager. Gut, wer wartet hier auf mich? Das war, glaube ich, ein Hirsch. Das sind so Nee. Sind das Rothunde oder sind das Ziegen? Das sind Ziegen, oder? Ne, das sind Ziegen. Was ist hier in der Mitte? Ah! Ja, meine Tasche war allerdings voll. Okay, dann schauen wir doch mal. Oder sind hier keine? Okay, das ist wohl noch. Noch eins ohne. Kann ich das auch mit dem. Mit dem Pfeil machen? Natürlich nicht. Okay. Na, die. Brauche ich das Tran ja nicht verschwenden? Ja, ich habe mich mal wieder selbst, ne? Wie immer. Was auch sonst. Ein von 16, okay. Venger-Bevölkerung erhöht. Das hört sich doch gut an. Und die Schnellreise. Wenn du ein Leuchtfeuer oder einen feindlichen Außenposten eroberst, schaltest du ein neues Schnellreiseziel frei, mit dem du schneller durch Urlos reisen kannst. Du kannst außerdem in dein Dorf schnell reisen, um Hütten zu errichten oder zu verbessern. Drücke das Touchpad und wähle das Kartenmenü zum Schnellreisen. Nutze L zum Markieren eines Leuchtfeuers, Außenpostens etc. etc. um die Schnellreise zu benutzen. Okay. Gib mir mal das wieder. Oh, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Der kommt doch sehr gelegen. Was haben wir denn hier? Und manuell. Was bedeutet denn manuell? Ach so.
Ja. Ich weiß schon. Alles klar. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber jetzt weiß ich, was die meinen. Pflanzenwein auf der Minikatze ist auch nicht schlecht. Ich denke, ich werde jetzt erstmal das hier machen. So. Dann nehme ich hier noch das Rotblattmist. Jetzt mal auf die Karte gucken. Da gibt es sogar einen Wolf. Oh, das hat sich jetzt ganz schön erweitert. Das ist ein unbekannter Ort. Da ist Tensei. Braunbär. Venger helfen. Also ich glaube, man kann sich hier echt sehr beschäftigen in dem Spiel. Was ist das denn? Daija Hand. Leuchtende Handabdrücke, die auf Orte mit starker Geistenergie hinweisen. Okay, dafür bekommt man XP. Da ist auch noch ein unbekannter Ort. Ja. Ihr seht schon, man kann sich hier echt aufhalten. Und das sind diese. Ja, genau, das sind die Taschen für kleinere Rohstoffe. Etc. Lagerfeuer Ruheplatz. Okay. Naja, da könnten wir jetzt im Prinzip zu den nächsten gehen und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist der jetzt der interessanteste. Ich würde aber sagen, ich werde erstmal einen roten probieren, wegen der erweiterten Tasche. Ne, Quatsch. Für den Köcher. Aber das ist auch nicht schlecht. Wildschwein, die waren doch auch irgendwo, ne? Wildschweine. Da waren die. Und da unten. So sehr in der Nähe von unserem Lager. Was haben wir hier noch? Ach, das ist das Belohnungslager. Und hier könnte ich mich ausruhen. Okay. Dann werde ich mal nach den Rothunden gucken gehen. Moment, du bist ein Wildschwein. Ihr seid Wildschweine. Ich brauche euch. Oh, hi. Das fandest du nicht so klasse, ne? Kann ich verstehen. Das. Oh, warte, warte, Kuppel. Warte. Das. Oh, das hat wehgetan. Aber gut, ich lerne. Ich lerne, lerne, lerne. Tasche für Tierhaut voll. Ne, fast voll. Wie viele brauchte ich? Zwei. Okay. Kommt mir echt gelegen, ne? Ne, das sind die Ziegen. Hier war da noch irgendwo. Ein anderes Wildschwein. Da bist du. Bist du das? Oder bist du das? Bist du wieder die Ziege? Nein, du bist das. Wie gesagt, keine Brille auf. So, und jetzt? Schnell dahin. Ja. Bleib stehen. Oh, das hat besser geklappt. Das hat sehr viel besser geklappt. So. Und das kann ich im Prinzip viermal insgesamt verbessern. Okay. Wo habe ich denn dieses Blut Shasti? I don't know. Okay, ich könnte 8 Pfeile tragen, genau. Dann bräuchte man im Prinzip jetzt die Rothunde für den Köcher.
Was eigentlich auch ganz praktisch ist. Doch, war richtig, ich wollte auf die Karte. Da gehe ich jetzt auch mal gucken. Na, es ist schon interessant, auch mit dem Jagen und alles. Du bist ein Wolf, ne? Das brauche ich eigentlich nicht. Oder bist du wieder eine Ziege? Ne, du bist ein Wolf. Okay, ich lasse dich mal in Ruhe. Ich brauche ja eigentlich nur die Rothunde. Ich glaube, da brauche ich noch ein Weilchen, bis ich die auseinanderhalten kann. Vor allem, ich halte einen Wolf für eine Ziege, ne? Was für ein Trauerspiel. So. Das sind wieder meine heißgeliebten Wildschweine. Die brauche ich allerdings nicht. Fühlt euch durch mich jetzt aber so nicht gestört, oder? Ich wollte gerade sagen. Ihr seid auch noch Wildschweine? Mensch, das finde ich alles Wildschweine. Oh! Okay. Rothunde wären extrem cool. Wir sind eigentlich da, wo die Wildschweine waren. Naja. Vielleicht würde ich jetzt auf Zufall durch die oder auf die stoßen. Ist ein bisschen schiefer. Also ich glaube echt, dass man sich hier ganz schön beschäftigen kann in dem Spiel. Ich bräuchte halt Rothunde. Aber gut. Die Wildschweine, die waren definitiv wichtiger. Oh, was ist das hier? Schalte die Kletterkralle frei. Aha. Interessant. Tja, keine Rothunde für mich. Dann würde man sich im Prinzip jetzt als nächstes zu dem Typen hier aufmachen. Und zwischendurch den Wölfen ausweichen. Und die sind sogar zähmbar. Allerdings benötigt man die entsprechende Fähigkeit. Oh, das ist bestimmt auch noch genial, wenn man hier dann anfangen kann zu zähmen. Die Fähigkeit brauche ich ganz, ganz schnell. Deswegen brauche ich den Knilch da. Naja, aber ich würde sagen, das war es. Wir haben das gemacht, was ich noch wollte. Ich hoffe, euch hat diese kleine, wie soll man es denn, Vorschau angetestet. Wie auch immer. Ne. Die Udan. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mal gucken, wo wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hoffentlich. Okay. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Bis dann.